wenn die Seele die Kehle erreicht, wenn die Seele die Kehle erreicht, ab da gibt es keine Tauba mehr. Mach du, was du willst. Ab da nimmt Allah keine Tauba mehr an. Wenn die Kehle, wenn die Seele hier ist, khalas, salamu alaikum. Wenn die Seele dann raus ist, hat Allah eine Zwischenwelt erschaffen. Barzakh, eine Zwischenwelt hat er erschaffen für die Seelen. Wie es dort aussieht, wie es da ablaufen wird, das kann ich euch nicht sagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Verstorbenen in den Gräbern sich besuchen werden. Wie? Ich weiß es nicht. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Gräber werden so weit gemacht, wie das Auge reicht von einem Gläubigen und so hell. Wie das aussehen wird, es wird eine Räumlichkeit, eine Welt sein, wo du wahrscheinlich rumlaufen kannst. Du kannst da gehen, du kannst besuchen. Da kommen Engel zu dir und sagen dir, deine Mutter über der Erde hat dir Salam gegeben, hat dich gegrüßt. Das wirst du erfahren. Oder wenn neue Verstorbene kommen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sie sich auseinander ausfragen. Und das wird eine Welt sein, von der wir nicht wissen. Aber wir wissen, sie wird kommen. Der Körper in der Erde wird verfaulen. Er wird zu Staub zerfallen. Außer das, was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, dass von dem Rücken, von dem Steißbein, werden wir wieder erweckt werden. Wie? Wenn Sa'a die Stunde vorbei ist und Allah alles vernichtet hat. Allah hat alles vernichtet. Wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Dunya in eine neue Dunya verwandeln. Also er hat hier einmal die Dunya, in der wir leben gerade. Wenn die Seele den Körper verlässt, wird Allah eine neue Welt erschaffen oder die ist schon erschaffen für die Seelen. Und wenn dann Yawm al-Qiyamah eintrifft, wird Allah diese Erde neu formen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie wird weiß sein. Weiß wie, fast wie Silber am Glänzen. Und sie wird rein sein und sauber sein. Niemals wird auf dieser Erde Blut vergossen sein und niemals wurde auf dieser Erde gesündigt. Allah hat sie rein gemacht, neu erschaffen. Die wird so groß sein wie ein Mehlteich, den man so zieht, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die wird so groß sein, dass alle Menschen, die je gelebt haben und alle Dschinn, die je gelebt haben und alle Tiere, die je gelebt haben, auf dieser Erde versammelt werden. Das heißt, diese Erde wird anders aussehen. Weiß, sauber. Warum? In dem Buch Al-Bidayah wa Nihayah von Imam Ibn Kathir, Rahimullah, erklärt er, weil Allah, ihr müsst eine Sache verstehen, die Abrechnung, das Gericht, wo du, ich stehen werden vor Allah, wird nicht im Himmel sein. Es wird auf dieser Erde sein, auf einer neuen Erde, und Allah wird sie reinmachen, weil er auf diese Erde herabsteigt. Und es gebührt sich nicht Allah, auf eine Erde zu kommen, wo gesündigt worden ist. Deswegen muss sie rein sein. Deswegen wird sie weiß sein. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala 40 Jahre regnen lassen. Das heißt, die Körper sind unter der Erde, die Seelen sind in einer anderen Welt. Und dann wird Allah es 40 Jahre regnen lassen, so dass die Erde gesäubert ist von den Sünden und den Fehlern. Und dann wird aus den Steißbeinen eine Pflanze überm Grab wachsen, wo aus dieser Pflanze unser neuer Körper sein wird. Und aus diesem Körper, aus dieser Pflanze wächst ein neuer Körper. Wie wird jetzt die Seele in diesen Körper reingehen? Allah lässt dann Israfil in die Posaune stoßen. Sagt Israfil, puste. Er wird pusten. Und dann werden die Seelen sofort in diesen Körper rein, papp, und die Körper fallen von dieser Pflanze. Und dann stehst du auf und dann siehst du Yawm al-Qiyamah. Das wird sein. Du wirst kommen, die Seele wird vom Barzakh entzogen, rein in den Körper. Und dann stehst du auf, nackt, und dann guckst du und dann siehst du staubige Menschen, dunkle Gesichter, helle Gesichter, alle nackt. Und du wirst dir denken, ذلك اليوم الوعيد. Das ist der versprochene Tag. Und dann fängt es an, die Mubra. Das wird auf dich zukommen. Hör ganz genau zu, was passieren wird. An diesem Tag wirst du dann rumlaufen und Aisha sagte, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, werden wir alle nackt sein? Männer, Frauen nebeneinander?
Er wird sagen, ja, aber keiner wird die Sorgen haben, sich Gedanken zu machen, dass ich nackt bin. Keiner wird keinen angucken, weil jeder wissen wird, oh mein Gott, dieser Tag ist Wahrheit. Dieser Tag ist wirklich da. Ich habe davon gehört, auf TikTok, auf Instagram, Prediger. Mein Vater hat davon erzählt, dass wir alle wieder auferstehen werden und dann wird all das, was du gemacht hast, kommt zurück. Ah, ich habe das gemacht. Oh, ich bin hier hingegangen. Ach, ich habe das nicht gemacht. Und jeder wird Sorgen haben und du wirst dich nicht beschäftigen, ob diese Person nackt ist oder nicht. Sondern da wirst du denken, oh mein Gott, ja, leiteni, qaddamtu li hayati. Oh, meine Seele, zugrunde wirst du gehen. Dann wirst du sehen, Throne aus Perlen, Kristallen leuchten. Du wirst gucken und dann wirst du sehen, Propheten sitzen da drauf. Und dann siehst du Menschen mit langen Hälse. So, du siehst, dann siehst du so richtig Menschen mit richtig unnatürlich. Und wir sagen, was ist das? Dann sagen, das sind die, die den Gebetsruf auf der Dunya gerufen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden, ihre Hälse werden über die Menschen ragen und sie werden rufen, Allahu Akbar. Und dann wirst du gucken und sagen, Subhanallah, ich habe davon gehört. Und dann wirst du Menschen sehen, die werden aus dem Grab aufstehen, wie als hätte sie jemand geschlagen. Und da werden die so Bewegungen und Geräusche machen und du wirst denken, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, das ist ein Teufel. Da werden Engel kommen und du siehst Engel und denkst dir, hä? Was ist das? Und dann gehen die zu einem, möge Allah uns davor bewahren, und dann geben die ihnen ein Speer oder ein Schwert in der Hand, sagen, hier, nimm. Und der Mann wird genauso verwirrt sein wie du und wird sagen, ich, was soll ich damit? Und er wird sagen, hier, jetzt kämpfe mit Allah. Und er wird sagen, wie kämpfe mit Allah? Ich habe damit nichts zu tun. Doch, du hast von Zinsen gelebt auf der Dunya. Kämpfe jetzt gegen Allah, weil Allah im Koran Krieg erklärt hat gegen diese Menschen. Und dann werden sie sagen, nein, ich will das nicht. Und das wird alles passieren. Und die Menschen werden durcheinander sein und du wirst irgendwo hingehen, du wirst suchen, du wirst deine Mutter suchen, wo ist meine Mama, wo ist mein Papa, deine Geschwister, wie geht's dir Mama? Und deine Mama wird sagen, lass mich hier hoch. Deine Mutter wird dich verraten. Der Prophet Muslim sagte, nimm, dass die Eltern sagen werden, nimm meine Kinder, nimm sie, ich kaufe mich mit denen frei. Geht nicht. Und dann sagen, Mama, wieso machst du das? Und sagen, Nefsi, lass mich in Ruhe. Ich habe eigentlich, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht mehr deine Mama für jetzt. Ich habe meine eigene Sorgen. Bruder, und du wirst da nackt rumlaufen, staubig, komplett verschwitzt, hungrig, Angst. Deine Mutter hat dich verstoßen, dein Vater hat dich verstoßen, deine Kinder verstoßen dich. Freunde, Freundinnen, und du denkst dir, hey, bitte hilft mir doch mal endlich. Und dann beginnt Yawm al-Qiyamah. Dann beginnt das Gericht. Wie wird das Gericht beginnen, liebe Geschwister? Die Menschen und die Dschinn, die werden versammelt werden. Das heißt, die werden auf dieser ganzen Erde verstreut sein. Und die werden alle versammelt werden. Alle auf einen Haufen. So eingeengt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie haben nur Platz für ihre Füße. Schulter an Schulter eingeengt. Kein Millimeter links, rechts, so. Und dann spalten sich die Himmel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie Schriftrollen ziehen sie sich ein. Ein Spalt, sie gehen auseinander und die Engel kommen runter vom ersten Himmel. Bop. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind mehr als die ganzen Menschen und die Dschinn, die je gelebt haben. Und sie umrunden dann die Menschen. Wir werden hier sein und sie umrunden uns dann alle. Und dann wird der zweite Himmel aufgerissen. Er geht auf, dann kommen die Engel von dem zweiten Himmel runter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind mehr als die Engel vom ersten Himmel und mehr als die Menschen und Dschinn auf der ganzen Dunya. Sie sind also in der Anzahl noch mehr als das, was gerade schon unten ist. Und dann machen sie einen zweiten Kreis. Sie umkreisen die Engel auch. Dann kommt der zweite Kreis. Stellt euch vor, wir werden alle in der Mitte sein. Jeder Einzelne, den du kennst. Alle, die gelebt haben, von ihnen, den du gehört hast. Du, deine Nachkommen, Vorfahren, Opa, Oma. Jeder Einzelne. Da eingeengt. Und die erste Runde Engel und die zweite Runde Engel. Dann kommt der dritte Himmel, dritte Runde Engel. Die vierte, fünfte, sechste, siebte. Und dann kommen die großen Engel. Die Al-Qurubiyun, die großen Engel, die Allahs Thron tragen werden. Wie viele sind es, Abu Ali, an diesem Tag? Allahu A'lam, es sind 8. Wa Allahu A'lam. 8 große Engel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die 7 Himmel gekommen sind und sie sind immer mehr in der Anzahl wie vorher und sie machen nur einen Kreis. Sie machen nur einen Kreis und die Menschen in der Mitte versammelt und sie bilden sie zu Reihen. Macht Reihen, alle nebeneinander.
Und dann kommen diese Engel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen Ohrläppchen und Schulter 500 Jahre Entfernung. 500 Jahre musst du gehen. So groß du bist. Allahu Akbar. Sie werden kommen und es wird überliefert. Die Engel werden alle anfangen zu singen. Aber nicht singen, wie wir denken, singen. Sondern sie werden anfangen, Dhikr zu machen, das sich anhört wie eine Melodie für uns. Was werden sie singen? Sie werden singen, Subhanallah, walhamdulillah, wa Allahu Akbar. Und dann werden sie sprechen, wie vollkommen ist der Besitzer der Herrschaft und des Königreichs. Wie vollkommen ist er, Subhana, der niemals stirbt. Wie vollkommen ist er, der die Schöpfung sterben lässt, aber selber niemals stirbt. Vollkommen und heilig ist er, Subhana. Wie vollkommen ist unser Rabb, der Allerhabene, der Herr der Engel und der Herr von Jibril. Wie vollkommen ist unser Herr, der Allerhabene, der die Schöpfung sterben lässt und selbst niemals stirbt. Das werden die ganze Zeit singen. Und wir werden drinnen sein und wir werden sie hören und werden uns denken, La ilaha illallah, was passiert gerade hier?